Ja, und somit herzlich willkommen zu MXATV All Out. Wir machen hier ein erstes Rennen. Oh, wir haben hier Wegpunkte. Okay, hier sind auch ATVs mit dabei. Ich werde mal sagen... Oh, hier durchgeflogen. Autsch. Super. Ja, wir werden auch mal mit einem ATV fahren. Ja, bleib liegen. Alles cool. Alles cool hier. Der bleibt einfach noch so eine Runde liegen. Und dann sind wir mal richtig nice hinten dran. Wobei hier fahren auch alle... Oh, so... So schlecht sind wir es gar nicht. Neunter gerade, okay. Wir haben 10 Checkpoints. Alter, was war da? Was ist da gerade weggeschossen? Was war das? Kein Plan. So, Platz 7. Das ist einfach so ein Leuchtzeichen, dass da der erste schon am Wegpunkt war, oder wie? So, wir fahren mal hier ein bisschen rum. Wir sind ja immer noch hier bei der Ranch in dem Gebiet. Oh, hier ein ATV zum Beispiel. So, Nummer 2. Oh, Achtung. So, wir haben 6 von 10. Okay, sieht mal ganz gut aus. So, jetzt hier entlang. Und Sturz wäre jetzt, glaube ich, nicht mehr so gut Richtung Ende vom Rennen. Aber wir sind gerade ganz gut dabei. Oh, diese Ballen. Achtung, ein bisschen aufpassen. Okay, hier gibt es erstmal einen Sprung. Oh, war das schlau. Autsch. Okay, das war jetzt nicht wegen dem Backflip, aber es war halt voll Dritter. Jetzt bin ich wieder Zweiter plötzlich. Manchmal verstehe ich das nicht mit diesem komischen Aufprall. Aber immer noch falsch. Wenn man so hohe Sprünge hat, manchmal haut es da einen wirklich hin, obwohl man halt, ja, trotzdem mit beiden Rädern aufgekommen ist. Voll Vierter. Das war jetzt eigentlich keine gute Leistung. Zwei Sturze dabei. Dieser eine Sturz gerade. Verstehe es noch nicht so ganz. Da bin ich noch nicht ganz dabei. Ja, mit drin. So, es geht aber hier auch um Punkte. Das heißt, wir können ja noch bei den anderen Rennen, es sind insgesamt 6, können wir... Oh, das ATV hat 450 sogar. Okay, können wir ja natürlich noch ein bisschen was hier reißen. So, hier kann man jetzt weitergehen. Guck mal hier, das sieht doch geil aus, oder? Barracuda Beach. Oh, da gibt es sogar einen Leuchtturm. So, los geht's. Oh, wir sind sogar Platz 1. Hier gibt es, glaube ich, keine Hole Shots wie bei den anderen. Weil wir jetzt ja hier auch nicht in einem offiziellen Rennen sind. So, weiter geht's hier rüber. So, bei den offiziellen Rennen vielleicht gibt's dann sowas wie ein Hole-Shot. Oh, da fliegt einer vorbei. Ohne sein Bike. Oh, da kommt der... Wow, das war knapp. Ich hab schon gedacht, ich knall voll gegen die Palme. So, hier überall so ein bisschen Wasser. So Pfützen. So, wo geht's entlang? Hier rüber. So, oh, immer geradeaus, einigermaßen. Läuft der bis jetzt ganz gut hier. So, ich will mal hier so einen Stunt machen, aber es kommt eigentlich gerade kein richtig guter Sprung. Weil ich bin immer so ein bisschen unsicher. Oh, okay, das war ein bisschen zu lang. Verdammt. Ist das Skrillex oder so? Ich hab mega nach Skrillex an. Oh, das ist 2. Ich hab hinten rein. Ey, wieso hat der meine Nummer? Wieso hab ich 18? Keine Ahnung. War Standard. Oh, nein, nein, nein. Oh, das war nicht so gut. Ah, nein. Kann ich mich irgendwie zurücksetzen lassen? Voll. Super. Leute, ich habe gerade ein bisschen Probleme. Jetzt bin ich 13. Richtig toll. Oh. Okay, nicht gestürzt. Aber ich muss noch ein bisschen Gas geben. Ich muss ein paar Punkte holen und dann... Eigentlich, guck mal, war es ein guter Start und so, dass wir Platz 1 werden können. Aber leider
Hat der Rest nicht gereicht? Na toll, 11. Wie es ausschaut. Ah, 10. Na, trotzdem kacke. Oh je. Das blöde Ding, wo ich da an dieser Klippe hängen geblieben bin. Das war richtig mies. 15 Punkte, okay, hört sich noch ganz gut an. Wir sind 4. Platz mit 36, hier 37 und 38. Okay, hat sich alles schön verteilt. So, wo gehen wir als nächstes hin? War ich gar nicht mal so schlecht. Hier, ich glaube nochmal, ist nicht bei der Ranch nochmal? So, komm, diesmal darf kein Fehler passieren. Es war ja besser wie das erste Rennen. Aber, okay, das Endergebnis war eigentlich schlechter. Im ersten Rennen bin ich zweimal gestürzt. Und hier bin ich überhaupt gestürzt? Ich glaube nicht, aber halt ja, an der blöden Klippe hängen geblieben. Das war richtig kacke. Oh, ich wollte Double Backflip machen, aber ich traue mich nicht. Guck, wieso haut's mich hin? Wieso? Das ist echt unmöglich. Und dann bleibt der... Oh, genau. Erstmal 10 Minuten liegen bleiben. Und dann... Erstmal hier mega weit hinten weiter, okay, wieder hier zurückkommen. Oh, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Echt unmöglich. Bam, Baum. Nice. Auch gut. Oh Mann. Die sind mega weit weg jetzt alle. Also ich glaube, es war kein guter Start. Wieso fährt er so nach rechts? Der fährt so von alleine ein bisschen nach rechts. Mein Motorrad um den Schaden. Oh, jetzt mal hier wieder so einen Megasprung. Wenn ich jetzt nicht vom Gas gegangen wäre. Ja, Baum. Super. Wer platziert diese Bäume so kacke? Gibt's doch gar nicht. Ich glaube, die fahren alle hier eher in den Graben, oder? Kann es sein? Könnte sein. Guck mal, da hinten sind welche. Alter, ich bin so mega weit weg wohl. Macht das Ding, Ding. Oh, das sind ja schon... Oh, die sind ja schon am Ziel. Oh Mann. Das gibt's nicht. Ich bin hier mit dem ATV auch mal besser dran. Also ich sammle jetzt noch ein paar Punkte. Ich weiß gar nicht, was man braucht an Punkte. Ich krieg 9 Punkte für den letzten Platz. Das hört sich ja voll... Oha. Auf Platz 12 runter. Aber die sind doch alle so nah dran. Komm, wir müssen erstmal hier ein gescheites Rennen machen. Come on. Wir müssen Punkte sammeln. Das kann echt nicht sein, Leute. Jedes Mal passiert irgendwie so ein blöder Scheiß. Oh, ich sehe es hier schon kommen. Hier kommt auch ein großer Sprung. Erstmal so ein bisschen, klar, ein bisschen blöd ausgewichen, ein bisschen blöd gefahren, aber ich habe es mal so geschaut, dass ich den großen Sprung nicht mache. Wieso zieht er nach links? Ey, ich habe... Ja, genau, dankeschön. Ich habe nach rechts gelenkt und der zieht nach links. Und dann bleibt man einfach 10 Minuten auf dem Boden liegen. Das kann es doch echt nicht sein. Ist echt unmöglich. Das gibt's echt nicht, ey. Wieso man da so mega lange liegen bleibt. Richtig übel. Toll, wieder 13. Oh, come on, Gas geben. Oh, Baum, Achtung. Oh, voll im Wasser hängen geblieben gerade so ein bisschen. Wollte ein bisschen langsam machen, dass ich besser die Kurve kriege, aber dann in dem Wasser, das hat dann nochmal extra ausgebremst. So, oh, wo geht's hin? Einmal hier durch. So weit gleich. Oh, hier überall durch, Steine, Bäume, alles im Weg.
5 von 10. Okay, wir haben eigentlich erst die Hälfte. Sind schon wieder bei 7. Einer ist am Schild hängen geblieben. Auch gut. Wo muss ich hin? Hier hin. War das knapp. Okay. Extrem knapp gerade. So, also hier wieder. Weiter Platz 3. Wo ist Platz 1? Platz 2. Oh, da vorne. Oh, nein, nein, nein. Ich bin gerade durch den Baum durch. Das ist vom Baum. Aber zumindest mal. Boah, zweiter. So, erstmal hinlegen. Okay. Neue Bestzeitenbonus, Eventbelohnung. Okay, wir bringen ein bisschen mehr Punkte hier. 23 und wir schießen wieder nach oben von 12 wieder auf 7. Aber Platz 1 hat 18 Punkte Vorsprung. Das ist schon noch heftig. Wie viele Rennen haben wir noch? 2. Einmal in der Wüste und einmal im Wald. Wir waren im Wald, also gehen wir da mal hin. Okay, meine Freunde. Erster Platz. Da ist das Ziel. Da war ein Waldbild. Moin, wo sind hier die Bäume? Erstmal dahin fahren. Okay. Oh, genau. Zieht mich voll rüber. Hallo. Weg da. Ist ja gar nicht. Ah, nein, blöd, wieder weggekommen. Oh, da fliegt eine wieder. So. Die fahren hier unten rum. Deshalb hier nicht Vollgas gegeben, dass ich nicht so einen Megasprung mache. Diese Riesensprünge sind halt manchmal Risiko auf einmal, dass es einen hinhaut und das ist halt auch nicht immer schneller. Deshalb sind die da auch wirklich unten rumgegangen. Aber wir sind jetzt bei Platz 1. Oh nein. Oh, wir sind gelandet. Okay. Gibt's ja gar nicht. So, wir haben hier ein Stück noch. Und dann geht's nach links weiter. So, scharf nach links. Okay, hier ist gerade ein bisschen flacher. Bisschen entspannter hier. Okay. Gerade noch so bekommen. Oh, wo sind die anderen? Keine Ahnung, wo die sind. Aber wir haben mega Vorsprung, oder? Hier. Keine Zeit wurde angezeigt. Hier keine Zeit angezeigt. Oh, Achtung. Bisschen gebremst. Da werde ich nicht hochspringen. Nicht so weit vorne? Ich weiß es nicht. So, oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus mit Platz 1. Da sollte, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Stoppi! Okay, doch nicht. Drücken wir die falschen Taschen von den Stoppi. So, Eventbelohnung, Stunt. Oh, Stuntbonus, okay. Fahrlässig Bonus. Okay, neue Bestzeitenbonus, auch ganz gut. So. Was haben wir denn hier? 25 Sekunden, Alter. Wieso war ich jetzt plötzlich so schnell? Wir kämpfen uns nach oben, aber es sind halt immer noch 8 Punkte. Ob ich das hinbekomme, ist eine Frage. So, das letzte Rennen geht los. Ich hoffe, so gut wie das letzte Rennen ist gerade. Wichtig wäre es natürlich für die Punkte. Bin eben mal gespannt, was es mir dann überhaupt bringt. Ob ich überhaupt auf Platz 1 kommen kann. Kommt halt auch drauf an, wie viele Punkte der Platz 1 so macht auf der Tabelle. Das ist natürlich sehr wichtig. Oh, weit fliegen.
Oh nein, nein, nein. Okay, es geht, glaube ich, noch. Aber ich glaube, wir haben schon mal gut Vorsprung. So, hier ist so in der Wüste. Okay. Eigentlich auch ganz cool. Sieht halt ein bisschen kahl aus, weil keine Bäume und so sind, aber halt diese ganzen Hügel und so. Eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die Frage ist, ob man hier diese Gebiete halt auch so normal befahren kann. Irgendwelche Sachen einsammeln kann oder so, ohne dass ein Rennen ist. Wäre auch mal cool. Oh, Moment mal. Ich war auf den Falschen fokussiert. Ich habe auf den Weißen geschaut. Oh, Achtung. Oh, hier kommt wieder ein bisschen Wiese. So, sollen wir mal einen Sprung wagen? Nee, okay. Oh, na, komm, genau. Aber wir sind, glaube ich, schon nach vorne. Wollte ein paar Tricks machen, dann bekommen wir auch ein bisschen mehr Punkte. Nach Möglichkeiten. Oh, super. Wilder Stein. So, oh, Wasser. Weiß nicht mehr nie, wie tief das ist. Aber ich glaube nur hier so ein ganz kleiner Fluss. So, ich mache hier mal nicht den großen Sprung. Ja, wobei hier. Oh, 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 oh. War aber auch ein bisschen knapp. Ah. Okay. Nein, da ist Platz 1. Verdammt. Okay. Ja, genau. Okay. Ich fliege in den einen rein und der lässt mich hinfliegen. Ja, fliegen aber gerade viele hin. Oh, wie mies, Leute. Er ist wirklich mies. Oh, da kann ich Platz 1 vergessen. Ja, toll. Beide sind schon im Ziel. Hinter mir sind auch einige. Oh, wie mies. Hey, da war ich so lange vorne. Und dann werde ich nur Dritter. Dritter Platz in Serie. Steht da. Du hast in der Amateurfahrt mindestens den dritten Platz belegt. Okay, wie als hätte ich es gewusst. Ah, oh, das ist halt, ja. 11 Punkte. Was will man machen, Leute? Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Die nächsten Rennen werden dann auch ein bisschen besser. Hoffe ich ja mal, weil wir müssen ja ein bisschen erstmal reinkommen. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dann, wieder schauen und reingehauen.